Ja, in einem ist sich die SPÖ einig, und zwar, dass man sich nicht einig ist und dass einige Dinge nicht ganz so gut laufen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Besonders das Lager von Hans-Peter Doskozil sieht hier naturgemäß die Schuld beim aktuellen Parteivorsitzenden Andreas Babler, wie aber auch bei der Gewerkschaft und ebenfalls bei der Wiener SPÖ. Man befürchtet, dass Bürgermeister Michael Ludwig und auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian nach der Wahl so sehr auf Andreas Babler einwirken könnten, dass er die SPÖ in eine Koalition gehen würde mit den Neos und dass auch der aktuelle Finanzstadtrat von Wien, Peter Hanke, einen Ministerposten erhalten würde. Das gefällt dem Lager von Hans-Peter Doskozil nicht ganz so gut. Sie würden sich da eine ganz andere Lösung wünschen und vorstellen, nämlich die Instellungbringung von dem ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern. Er soll dabei als Superminister wieder eingesetzt werden. Man möchte daraufhin auf dieses deutsche Modell Scholz quasi in Österreich installieren, sodass Andreas Babler seine Funktionen behalten kann als Parteivorsitzender, aber Christian Kern dabei dann die Regierungsgeschäfte leiten würde. Christian Kern hätte dafür die benötigte Wirtschaftskompetenz und würde auch einen Gegenpol bilden zur starken Linkshaltung von Andreas Babler, so das Lager von Hans-Peter Doskozil. Wer ihnen da allerdings unter anderem einen Strich durch die Rechnung machen könnte, das ist Christian Kern selbst, denn der hat erst vor kurzem noch einmal betont, dass er kein Interesse daran hat, ein Comeback in der Politik zu starten. Allerdings sehen Partei-Insider das wieder ein bisschen anders und sagen, das kommt ganz drauf an, wie denn das Wahlergebnis dann bei der nächsten Nationalratswahl dann tatsächlich ausschauen wird. Apropos Ergebnis der nächsten Nationalratswahl, da gibt es schon ein bisschen Angst vor einem Wahldebakel, einerseits bei den parteiinternen Gegnern, andererseits aber auch bei den Befürwortern von Andreas Babler, denn man hat hier schon ein bisschen Bammel, dass das Wahlergebnis nur die 21% widerspiegeln würde, die auch Pamela Rendi-Wagner eingefahren hat, und dementsprechend hätte man sich da in jedem Fall mehr erwartet. Man muss allerdings abwarten, was dann der 29. September tatsächlich bringt.